Hi, Hi, ich bin Pamela ich bin Michael. und zusammen sind wir die Brettspielgarde. Ja, willkommen zu einem kleinen neuen Format. Leckerlis für Brettspieler. Genau, wir zeigen euch Spiele, die uns ja im vergangenen Monat irgendwie total überrascht haben, von denen wir irgendwie nichts erwartet haben und wo wir richtig hin und weg waren. Ja, ich würde sagen, wir legen auch schon gleich los und lasst auf jeden Fall wie immer ein Abo da, ne, damit ihr auch nichts verpasst. Viel Spaß! Rambazamba. Sehr schönes Spiel. Das ist einfach ein cooles Spiel. Ein schönes Ärgerspiel. Ja, und macht süchtig. Also, ja, fangt's, also wenn ihr es anfangt zu spielen, ihr werdet erstmal 10 Partien spielen. 100 Pro. Ja. Ja, worum geht's? Wir haben hier so einen Bauernhof, ist das, ne? Und es gibt verschiedene Tierkarten. Es gibt Würmer, es gibt Hühner, Füchse, einen Hund noch, ne? Und das war's. Ja. Genau. Und Ziel ist es, ich muss 5, Gleiche Tiere sammeln. genau, also 5 Karten einer Tierart in meiner Auslage haben. Ne? Ich habe 3 Handkarten. Wenn ich dran bin, ziehe ich eine Karte, lege eine Karte hin, entweder bei mir in der Auslage oder bei meinen Nachbarn. Und dann ziehe ich wieder nach und Man so kann sogar weiter. seinen Nachbarn helfen. Ja, oder ärgern. Ja. Das Gemeine an dem Spiel ist aber, wäre ja jetzt einfach, ne? Man legt einfach Karten hin. Ich habe 5 Würmer, habe gewonnen. Nö. So einfach ist es nicht, weil wenn ich jetzt einen Wurm hinlege, passiert jetzt noch nichts. Wenn ich aber dann das nächsthöhere Tier hinlege, also jetzt zum Beispiel ein Huhn, muss ich für das Huhn 2 meiner Würmer entfernen. Ja, ist natürlich doof. Das kann ich natürlich beim Nachbarn auch machen, um den zu ärgern, damit er eben, vielleicht hat er jetzt schon 5 Würmer gehabt, 4 Vier. Würmer, Entschuldigung, bei 5 hätte er ja gewonnen. Dann muss er eben auch 2 Würmer abgeben. Das Das ist kann, halt das Fiese an ärgert dem man Spiel, sich. ne? Und auch wenn man halt selber sammelt, man muss dann selber Karten opfern. Ne? Also beim Fuchs genau dasselbe. Lege ich einen Fuchs hin, müssen 2 Hühner gehen. Lege ich einen Hund hin, müssen 2 Füchse gehen. Ne, und so funktioniert halt das Spiel. Ne? Und wenn dann einer eben, wie gesagt, 5 Karten hat, einer Tierart, hat er halt gewonnen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ne? Also ist wirklich schon sehr lustig. Ja, also macht Spaß. Ja, und bei dem Spiel selber gibt es noch ein paar Sonderkarten, die finde ich sehr gut. Dann gibt es so einen Heuhaufen. Das heißt, wenn ich den bei mir spiele, auf bestimmten Tierart, dann sagt die Karte auch, dann sind die Tiere alle geschützt unter dem Heuhaufen. Ne? Also muss man sich wirklich vorstellen, die verstecken sich da. Dann können die nicht mehr gefressen werden von dem nächsten höheren Tier. Das Schöne ist aber, mein Mitspieler kann eine Mistgabel spielen. Dann sagt er zu mir, ja, Michael, mach mal bitte deinen Heuhaufen wieder weg. Und dann sind die wieder ungeschützt. Genau. Und dann gibt es noch den Bauern. Den gibt es nur dreimal im Spiel. Wenn einer den spielt, spielt er nicht bei sich aus, sondern einfach auf dem Ablagestapel. Und dann müssen alle von uns 2 Hunde abwerfen. Da kann man natürlich dann gut spielen, wenn man selber keine Hunde hat. Ne? Also so einfach schafft man das nicht mit 5 Tieren. Aber es kommt mal vor, dass man das schnell schafft Also mit oder auch 5 gleichen nicht. Tieren natürlich. Ne? Ja. Da Ja, hat also sich ist schon wirklich ein Spiel, was süchtig macht mir sehr und viel Spaß gehabt mit mir. Michael ärgert immer gut. Ja, ich hatte aber auch ein bisschen Pech. Also, ich meine, das ist ein bisschen schade bei dem Spiel. Es ist manchmal ein bisschen glückslastig, weil ich hatte dann wirklich nur 3 Mistgabeln auf der Hand. Was soll ich denn damit machen? Ne? Also, wenn du dann deine Karte nicht kriegst, dein Tier, was du gerade sammelst, ist natürlich doof. Deswegen muss man immer gucken, dass man am besten viele Tiere sammelt, also von verschiedenen Arten, damit man halt mehrere Chancen hat, dann 5 Karten zu generieren. Und ja, was auch noch ganz witzig ist, es gibt halt auch immer Mädchen und Junge von den Tieren. Und wenn man dann beide zeitgleich auf der Hand hat, dann darf man die beide gleichzeitig hinlegen. Also dann kann man nicht nur eine Karte ausspielen, sondern auch gleich 2. Und Und so das kann man halt ist wirklich auch gut gewinnen, sehr weil, schnell vor allem dann genau, auch. sehr schnell dann halt. Ne? Dann hat man 3 liegen und zack, hat es noch 2 Würmer und das war's. Ja, gewonnen. Ja, Ne? damit Also, rechnet schnell keiner mehr. ja, also ist echt ein schönes Spiel und vor allen Dingen, ich finde es wirklich toll, weil man wirklich den anderen was kaputt machen kann. Und ja, also macht wirklich Spaß. Aber wie gesagt, wenn ihr spielt, es macht wirklich süchtig. Ne, also spielen auf eigene Gefahr. So kann man es beschreiben. Ja, und wie hat euch das Spiel gefallen? Ja, könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, ja, ob ihr da vielleicht auch überrascht seid, genau wie wir. Und schreibt doch auch mal, was ihr von dem Format haltet. Ja, und dann würde ich sagen, ihr seht uns beim nächsten Video. Alle für Brettspiele. Ein Glücksspiel für alle. Tschüss. Ciao.